Willkommen zurück zu Let's Play Marine Park Imperial Folge 2. Ich habe schon mal ein bisschen weiter gearbeitet. Oh, mein Maus hängt. Hopp. Ach, das muss doch rüber. Komm schon. Ah. So. Das Ziel habe ich schon mal nicht gemacht. Da wir das bestimmt zusammen machen wollen. Das hier ist so eine Art Achterbahn. Nur, dass sie nicht in Loopings geht, sondern einfach nur in der Strecke. Sehr originell, ich weiß. Ein Fundbüro haben wir, eine Spenderbox und ein Klo. Da habe ich noch mal zwei Büscheln und einen Mülleimer. Mehr nicht. So. Nein, ich glaube, das werden wir nicht machen. So. Ich habe schon mal nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, was wir als nächstes machen werden. Ups, Salon. Das tut mir so leid. Das ist extra so gemacht. Nicht, wenn ihr euch wundert, ja? So. Wir werden da jetzt mal ein paar Bäume reinstellen. So. Kurz die Perspektive ändern. Ich habe Ohrwurm von dem Lied, das ich mir gerade die ganze ellenlange Zeit angehört habe. Wundert euch nicht, ich bin ein Fan von etwas Komischem, aber das andermal. Wir können jetzt ein paar Bänke hinstellen. Leute werden sie freuen. Nein, der Abstand ist zu klein. Na, 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 na. Suchen wir mal etwas Passendes. Stell mir Palmen ein. So. Natürlich gehören Bäume auch zu einem wunderschönen Zoo. Ein Zoo ohne grünes nichts. Aber ein Zoo mit zu viel Grün. Also will die beste Bohne. Wie ich es zu sagen pflege. Gerade angebauten Bereich mit den Bäumen ein paar, also das Essen, das Trinken mit ein paar Mülleimern einbauen. Ups, das rutscht immer so raus. Das Blöde ist nur, man ist immer so alleine. Naja. Wenn man ein Let's Play alleine macht, muss man es auch alleine durchstehen. Na, 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 na. So. Unser Zoo wird bestimmt was ganz Tolles. Ich weiß nicht, ob er an die Spitze kommt, aber ich weiß, dass wir ihn bestimmt gut machen. Da muss ich mal kurz was klicken. Wundert euch nicht, wenn es dauernd so knarrt. Das ist mein Stuhl. Nicht gerade noch der Jüngste. Nicht gerade der Jüngste, ja. Also, wenn ihr mich fragen würdet, ich finde unseren Zoo recht schick.
was ich so liebe. Die Palmen in diesen Löchern. Ups, war ich zu übertrieben. Dadurch gibt es immer mal Stellen, wo es mal schön grün ist. Eigentlich ist es ja dann immer grün. Und es ist immer in manchen Stellen vom Dorf schattig. Und wo schattig ist, meine Lieben, ist es auch nicht zu heiß. Recht. Ja. So. Natürlich wird es nicht mehr lange dauern, bis wir unser Tier machen. Jetzt wäre nur besser. Das Tier können wir nämlich machen, eigentlich, während wir Besucher da reinlassen. Richtig. Sobald wir diesen Quadranten hier fertig haben, könnten wir normalerweise die Besucher in unser Zoo lassen. Ist doch wunderbar. Wir können dann wieder unsere Finanzen erhöhen, kriegen mehr Kohle. Dann können wir mit neuem Geld ans Werk. Manchmal ist das der einzigste Gedanke, wenn ich was mache. Hilft mir, auf Trab zu kommen. Die Welt ist so einsam. Ich lebe hier. Mehrere Dinge von Marine Park Imperial sind begrenzt. Sogar die Gebäude sind alle begrenzt. Die Telefonanlagen, die Bänke und die Mülleimer. Alle begrenzt. Aber das kann ich jetzt wohl schlecht zeigen. Da ich derzeit nicht so Imperial zur Hand habe und das mein Problem war mit der Kamera. Ja, wie soll ich denn zwei Dinge gleichzeitig zeigen? Andere Sache. Das Leben ist doch manchmal öde. Am meisten, wenn man solch ein Hochwasser bekommt. Ich bin froh, dass das langsam zur Neige geht. Zum Glück hat es unser Haus nicht erreicht. Puh. Das war nochmal Glück. Da kann man sagen, Glück gehabt. So, hier könnte ich jetzt normalerweise so einen hinstellen. Oh, der ist zu groß. Den da. Bingo. Mach mal auch. Die sehen wirklich immer schön aus. Am besten die feurigen hier. Die sind so immer schön. So, was natürlich anfehlen darf, habe ich am Anfang vergessen. Die Karte. Weil, wenn wir keine Karte haben, wissen die Besucher auch nicht, wo etwas ist. Was wiederum schlecht ist. Ja. Das ist die Cola.
mal heute. Ah, nicht mehr so lang. Na gut. Na, wir haben ja noch Zeit. So. Das wäre nun unser Bereich, den wir mindestens bräuchten. Eine weitere Sache, die auch noch wichtig ist, ist die. Euer Personal, also keine Zoo-Werte und so, brauchen ein Bürogebäude, was wir bei Menüpersonallisten und Details finden. Unter dem dritten Teil Mitarbeitergebäude. Wir brauchen jetzt nur das Bürogebäude, aber das reicht auch. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Das könnt ihr unter. Gucken wir mal, wo wir das hinstellen könnten. So, dann löschen wir das halt. Ist zwar schade und das ganze Zeug. Oh, da einer will mal mehr machen. Dann kann das Militär, Militär. Tut mir leid. Können die Mitarbeiter auch arbeiten. Warum ich immer alles abgrenze, ist wegen einer Sache. Ich hasse es, wenn die ganzen Leute immer irgendwo in der Prärie rumlaufen. Deshalb mache ich auch immer alles so dichte. Also nicht wundern. Gut. So. Jetzt müssen wir natürlich auch die Mitarbeiter einstellen. Zoowärter werden wir erstmal nicht brauchen. Wir bräuchten erstmal Geländewarte. Der ist doch gut. Komischer Name. Los. Theorie nehmen wir auch noch mal. Dann bräuchten wir noch mindestens einen Wartungsarbeiter. Den. Und den. So. Einen Gebäudemanager. Von dem können wir neue Zäune forschen lassen. Ein Zoodirektor ist natürlich auch wichtig. Ja, obwohl wir die Direktoren sind, aber so ist es halt nun mal. Einen Veterinär. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Wenn nicht, stellt mir einfach diese Frage. Ich beantworte sie euch gerne. Eine Zooführerin müsste auch noch wichtig sein. Einen Manager für Besuchsfragen ebenso. Mit dem kann ich neue Besuchattraktionen erstellen. So. Jetzt könnte ich normalerweise alles laufen lassen. Wenn ihr so macht wie bei mir und ihr wisst nicht, ob ihr irgendwo eine Lücke gelassen habt, das ist leicht. Ihr gebt einen eurem Mitarbeiter rein, außer Zoowärter. Und die laufen automatisch, wenn ich das Spiel laufen lasse, zu der Lücke. Und dann ist das Problem schon gelöst. Jetzt sind wir hier mal im Informationscenter. Hier unten kann ich Forschungen machen. Forschungen sind erstmal nicht so wichtig. Hier, Management. Wie hoch muss man Eintrittspreis? Himmel, nee, doch nicht 100 Euro. Am besten ist die Preisspanne so 10, 20 Euro. Weil wenn ihr 100 Euro abgeben würde, würde sich die Beschwerde aufgeben, ich gehe doch nicht in so einen überteuren Zoo. So, hier kann ich nur den Zoo eröffnen. Ein Fenster geht auf.
Ich lasse das Spiel starten. Und lasse die Besucher kommen. So, jetzt könnte ich anschauen. Gucke ich, habe ich eine Lücke. Sie laufen. Das könnte ein Zeichen sein, dass ich eine Lücke habe. Doch das muss ich erst beweisen lassen. Also abwarten und trinken. Das ist natürlich eine der sichersten Sachen, die man machen sollte. Naja. Ich denke, dann sind wir mal für heute fertig. Dann sehen wir uns, hören uns das nächste Mal. Tschüss!